Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Let's Go für die Switch. Bam! Und wir machen auch direkt weiter. In der letzten Folge haben wir die Arena-Leiterin hier besiegt, Misty. Die Misty, wir auch irgendwie platt machen. So, hier können wir Fahrräder können wir gleich kaufen, ja, okay. Man kann natürlich auch auf Pokémon reiten, das müssen wir natürlich mal irgendwie hinwurschteln. Hier ist wieder so ein Busch im Weg. Und hinten kannst du das Schild nicht lesen. Das Problem ist, hier können wir nicht durch, das wäre Route 5. Wir müssen irgendwie lernen, wo wir irgendwie durchkommen. Gehen wir hier rein. Gibt es ja hier im Dorf jemanden, der uns da helfen kann? Gestern habe ich meinen geliebten Pipi den Kopf gestreichelt, ganz ausgiebig mit beiden Händen. Vermutlich war ich dabei etwas zu energisch. Plötzlich hatte es nämlich ganz krauses, aufgebauschtes Fell auf dem Kopf. Als ich es weiter gestreichelt habe, sah es irgendwann wieder aus wie vorher. Krass, hier liegt ein Buch. Kann ich lesen. So. So, ja, also wie es genau weitergeht, weiß ich jetzt gar nicht. Denn wir haben ja verschiedene Sachen. Wir haben ja auf jeden Fall, wie von Super wächst ein Strauch, so dass er nicht auf die andere Seite kommt. Aber angeblich soll es einen anderen Weg dorthin geben. Aha. Einen anderen Weg gibt es dahin. Okay, müssen wir mal gucken. Komm raus. Also schon lange Ladezeiten für so ein Spiel. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass es grafisch super aufwendig ist, oder? Ich meine, was er denn zum Beispiel? Du bist also auch ein Trainer. Diese ganze Sammlung Käferei ist sicher manchmal ganz schön anstrengend, oder? Bitte. Also müssen wir irgendwie... Da gibt es auch noch einen Weg längs, ne? Dann gehen wir hier links. Pass mal auf. Wir können natürlich mal in alle Häuser reingehen und gucken, ob uns irgendjemand noch ein Geheimnis verraten kann. Immer diese Vorteile. Ich wurde vorhin an der Tür vom Pokémon-Supermarkt gestoppt. Und das nur, weil ich mein kleines Nixielein dabei hatte. Pah! Mein Nixielein ist so gut trainiert, dass es vor allein in sein Pokémon geht, wenn wir ein Gebäude betreten. Ja. So ist das, ne? Diskriminierung überall. Überall. Egal, was man tut. So, wir müssen aber hier längst, glaube ich, dann. Hey, gib mir sofort meinen Pokéball zurück. Chigi! Oh. Ah, dieses Pokémon ist einfach unmöglich. Dabei muss ich doch auf das Haus aufpassen. Hier geblieben. Du musst auf das Haus aufpassen? Pass mal auf. Dann ist da bestimmt was Spannendes drin. Gehen wir mal rein. Uli! Was ist hier denn passiert? Evo! Ah, so ein Fußspuren auf jeden Fall. Uli! So, fragen wir mal, was hier los ist. Sieh dir an, was Team Rocket in meinem Haus angerichtet hat. Sie haben mir sogar eine TM gestohlen, mit der man zum Beispiel Mankey und Sandan die Attacke Schaufler beibringen kann. Welche Schweine. Diese Halunken von Team Rocket hecken bestimmt wieder irgendeine Schandtat aus. Allen Anschein nach eine, für die sie Pokémon brauchen, die Löcher graben können. Wo sind wir hinter denn her? Was sie können. Hallöchen. Ey, du da. Du kannst doch nicht einfach so in anderen Leuten Garten rumlatschen. Was ich hier mache? Ich bin einfach nur ein Passant, ist doch klar. Kein bisschen verdächtig, oder? Glaubst du mir etwa nicht? Na, komm her. Kriegst du ein. Kriegst du ein? Hast du keinen? Kriegst du ein? Na, zeig mal, was du drauf hast. Radikal. Oh, das ist schon ein bisschen größer, ne? Das sieht doch fies aus, das Ding, oder? Komm her, kriegst den. Feuer! Boom! Effektiv, würde ich sagen. Und du setzt deinen Superzahn ein. Eieiei, eieiei. Okay. Und vielleicht hilft ja. Vielleicht hilft dir ein Tritt vom Kopf, damit du wieder normal bist. Bam. Sehr effektiv. Einmal getroffen. Wurde besiegt. Ich gebe auf, ich verschwinde. Du gewinnst auch noch Geld, bitte. Ja, die ganzen Schisser, ne? Ja, ist ja schon gut. Ich gebe die geschulene TM zurück. Du hältst TM Schaufler zurück.
Du verstaust das Item in deiner TM-Box. Also ich gehe da mal besser. Tschö mit Ö. So, müssen wir kurz den Beutel reinnehmen. Oh, müssen wir gar nicht. Eventuell kriegen wir eine Belohnung, wenn wir es abgeben wieder. Wir fragen mal nach. Ich weiß es nicht. Da. Oh, sag bloß, du bringst mir gestohlen Termin. Vielen zurück. Aber weißt du was? Ich schenke sie dir. Ich habe beschlossen, meine Diktatschaft durch geduldiges Training beizubringen. Danke. Jetzt können wir hier vielleicht auch den normalen Weg längs gehen. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Aber das war der Weg, den ich gerade eben gesehen habe, ne? Hier können wir auf jeden Fall nicht durch, weil hier ist ja so ein roter Neu, ist ja so ein Busch. Aber hier gibt es einen Weg längs. Guck dir es an. Also wir werden mal rausfinden, wie wir diese Büsche wegbekommen. Das kommt ja noch. Irgendwo bestimmt. Oh, ein kleines Mädchen da. Los. Du findest einen Feuerheiler. Danke. Du hast nämlich gerne mit. Immer gern gesehen. Aber in die Tasche damit. Route 5. Das ist unsere Route. Aber warte mal, bevor wir Route 5 gehen. Oh, jetzt habe ich hier voll auf mein Mikro gehauen. Das muss ich ja mal richten. Kurz. Ah. So. Müssen wir mal hier runter vielleicht? Okay, ist nur Route 5. Und wir sammeln ein paar Tiere zwischen euch ein. Müssen wir, denn wir können sie alle zu Professor Eich schicken. Und dafür auch noch was Cooles bekommen. Wäre cool, wenn man diese Animation wegdrücken könnte. Das kann man die nicht ausstellen? Ich stelle die gleich einmal aus, nur mal um zu sehen, wie es aussehen würde. Und wenn es kacke ist, dann stellen wir sie wieder an. Oder? Also auf Dauer ist es ja nervig, da mal rauf zu gucken, oder? So, nochmal. Oh, in der Luft gefangen. Oh, das gibt's nicht. Ich dachte, die Flügel gestutzt. Fabelhaft, so, der müsste jetzt drin sein, oder nicht? So. Oder will ich mal reingucken in die... Guck mal, aufgestiegen. Tim steigt auch gleich wieder auf. Wir gucken mal rein in die Animationssachen. So, ich weiß gar nicht, ob es das ist, ne? Das müssen wir gleich mal gucken. Aber Animationen, ich weiß nicht, ob es... Wähle, ob in den Kämpfen Animationen für die Attacken... das soll gezeigt werden, das wäre ja sonst langweilig. Wenn an ausgewählt ist, kannst du Videos mit dem Plus- und Minus-Knopf überspringen. Okay. X-Tempo. Absolut. Ob man wechseln können willst, wenn ein gegnerisches Pokémon besiegt wurde. Okay. Operation, Videos überspringen. Ja, ist nicht wirklich das dabei, was ich gesucht habe. Egal, dann machen wir weiter so. Komm her, ratzfatz. Oh, was ist denn? Hab ich gezielt. So. Nur dieses möchte ich überspringen. Dass er wieder rauskommt und so, das könnt ihr ja gleich zeigen, aber ich mag, finde das ist ein bisschen nervig, das hier. So. Okay. Ich, ein ganz guter Wurf, ne? Müsste doch eigentlich funktionieren. Aber tut es nicht. Doch, jetzt. Erfahrungspunkt gibt es auch dafür. So, Tim ist aufgestiegen. Tim erreicht Level 22. Paras auch. Anton ist auch bald soweit. Oder? Oh, guck mal. Greift uns gleich an, die Drecksau. So. Ach man, nervt auch so ein bisschen, ne? So, wir benutzen ab jetzt die Superbälle, davon haben wir genug. Wird besser. Wäre ja auch nicht schlimm. Ich hab zu viel gefangen. Dann geht das auch schnell mit dem Fangen und müssen nicht so lange rumeiern. So, Anton! Danke, Anton! Oh, eine Psycho-Ente.
Internet Konfusion. Oh, guck mal. Den kriegen wir aber nicht mehr. Schade, 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 Marmelade. Das sind drei Superbälle. Wir gehen nochmal zurück. Wenn wir den wirklich nicht fangen da hinten? Eigentlich nicht, ne? Das versuche ich nochmal. Der ist wahrscheinlich jetzt auch weg. Macht ja auch nichts. Oh, guck mal da. Guck mal, ein seltenes Viech. Das ist selten, aber den haben wir noch nicht gehabt. Eine Vulpix. Oh nein. Ja, ja, ich weiß. Fabelhaft. Zack. Haben wir noch nicht gehabt. Er ist ein neues Tier für uns. Gucken wir uns mal an. Pikachu reicht Level 16. Sehr gut. Liebe Pikachu. So, jetzt liebe ich ihn. Vorher hasse ich ihn. Sein Fell und sein Schweif sind wunderschön. Beim Heranwachsen spaltet sich sein Schweif in mehrere Teile auf. Was wirbelst du die Pokémon-Box kaputt? Ah, ich nehme mal mit. Hufflepuff. Los, den kleinen Kirby hier fangen wir auch noch. Oh. Na, warte. So. Kann ich so einfach zu zielen nach links irgendwie. Pummelo-Vogel gefangen. Geil. Geil. Konofenza erreicht Level 18. Und wir versuchen Stachelspore. So eine bekannte Attacke. Ich muss mal gucken, was Stachelspore ist. Pass auf, du kannst mal gegen... Wir machen Schlafpuder weg. Es ist zwar schön, jemanden in den Schlaf zu versetzen zu können, aber trotzdem ist das andere natürlich cooler. So. Er betört Gegner mit seinen Kulleraugen und singt ihnen dann ein mysteriös wohlklingendes Lied vor, das ihn in den Schlaf lullt. Danke, Pummeluff. Na gut. Den haben wir nicht mehr gefunden, den anderen. Das macht aber nichts. Wir haben das Häuschen hier rein. Hallöchen. Willkommen in meiner Pokémon-Pension. Hier können Trainer ihre Pokémon in meine Obhut geben. Ich kümmere mich um sie und halte sie fit. Aber wie kann ich dir helfen? Was muss ich denn okay. Zeig mir doch mal, um welches Pokémon ich mich kümmern soll. Ach, ich kann eins von meinen hier abgeben. Kannst du dich um Para kümmern? In Ordnung, ich kümmere mich eine Weile um diesen Paras. Und später einfach wieder, um den kleinen Racker abzuholen. Machen wir einfach mal. Ach, guck mal da. Gut, aber wenn wer eher hier rumläuft, machen wir natürlich im Team jemand Neues rein. So, dann packen wir da Pummeluff rein. So. Und wir gehen weiter. So, wir gehen noch einmal nach oben und rennen noch mal runter und gucken, ob wir noch ein paar Tiere finden hier, die wir ganz gut finden. Dann schnappen wir uns die. Wir brauchen ja noch ein bisschen was, um auch zum Professor zu schicken. Und dann gehen wir weiter zur Route 5. Beziehungsweise durch Route 5 durch. Da, zum Beispiel. Oh. Ah, das sollte das gewesen sein. Hoffe ich zumindest. Eigentlich total simples Spielprinzip, Pokémon damals auch schon, heute auch wieder. Aber es macht trotzdem irgendwie Spaß, ne? Also man kann da irgendwie sich... Ist jetzt nicht, dass ich mir hofft, aber ich freue mich natürlich auf die 8. Generation, wenn sie jetzt rauskommt. Ist es die 8., die rauskommt? Ich glaube schon, ne? Darauf würde ich mich natürlich freuen, aber... Ja. Man kann nicht alles haben. Oh.
fabelhaft. Könnte funktioniert haben. Nee, hat's nicht. Obwohl wir schon einen Superball haben. So. Pummelfutter gefangen. Könnte noch ein paar Sachen hinpacken, dass er ein bisschen was essen kann, aber egal. Pummelhof! So, wir gehen jetzt runter hier. Da ist auch noch so ein kleiner Habituk, Tugitak, Taubsi, so. Ach, jetzt wirklich, das ist schräg. Gut, gut. Also gut ist für mich auch gut. Würde vielleicht sogar reichen. Super. Hat man sich früher beim Game Boy nicht aufgeregt, wenn das nicht geklappt hat? Mein Gott. Bin ich da aufgeregt. So. Level 18. Da! Ein wildes Taubora erscheint. Ach, war dumm. Der war nicht gut. Doch, war gut. Ordentlich Erfahrungspunkte. Sag mal, dieses kraftvolle Pokémon wacht unermüdlich über sein riesiges Territorium und fliegt weite Strecken auf der Suche nach Beute. Weiß gar nicht, wenn ich jetzt da reingehe, kann ich das mein Vieh schon wieder abholen? Oder ist es noch zu früh wahrscheinlich, ne? Du bist Paras wieder mit ihm? Macht dann genau 100. Und? Ist er wieder, wenn ich mich umeinige? Na gut. Ich denke mal, wenn man länger da lässt, kann man natürlich ein bisschen was aufleveln, aber. Weiter geht's. So. Gehen wir da rein. Wenn ich meine Arbeit doch nur nicht immer so ernst nehmen würde. Ich habe solchen Durst, aber ich kann hier nicht wegrummeln. Jetzt eine Tasse Tee, das wär's. Held, darf ich im Moment mal rüber gucken, was du für einen Scheiß machst? Hier darf niemand durch, okay. Lass uns was anderes überlegen. Ether. Ether ist immer gut. So, bräuchten wir einen Tee. Einen guten Tee für den Mann. Oh, das Pimpf. Guck, wollen wir mit Tim Pimpf mal reden? Da. Oh, hey, Schansen. Da kommt man anscheinend nicht durch. Aber wir können stattdessen die Unterführung nehmen, um nach Orania City zu kommen. Da drin ist es bloß ein klitzekleines bisschen dunkel. Huch, halt mal kurz still. Dein Haar hat so geglitzert. Guck mal, das hatte ich sich darin verfangen. Du als ein Beleber. Na, du verstaust es in der Box. Mit einem Beleber kannst du ein besiegtes Pokémon. Ja, das wissen wir doch schon. Hier, ich gebe dir noch welche ab. Dankeschön. Danke, Pimpf. Und jetzt müssen wir gegen mich kämpfen. Wer weiß, vielleicht helfen sie dir ja in der nächsten Arena aus der Patsche. Oh, sind das etwa Bootstickets, die du da hast? Ja, nimm ruhig eins. Ja, für dich ist auch eins da. Ja, nimm ruhig eins. Du gibst Pimpf ein Bootsticket. Und du bist dir auch wirklich sicher, dass du dieses Ticket nicht brauchst? Bei mir ist es auf jeden Fall in guten Händen. Ich werde es nicht verfallen lassen, versprochen. Aber sag mal, wo hast du diese Tickets überhaupt her? Im Ernst, du hast sie von diesem sprechenden Pokémon bekommen? Ah, verstehe, das war wirklich also ein Mensch. Mann, ist mir das peinlich. Lass uns diese Geschichte bitte schnell wieder vergessen. Also gut, ich gehe schon mal vor. Bis dann. So, gehen wir auch mal da rein. Oh, da steht ein Mann. Mein Pokémon ist so schlau. Wenn ich es auf die Schulter trage und ein Item in Nähe ist, wackelt es mit dem Schweif. Macht meiner auch. So schlau ist dein Viech nicht. Okay, durch die U-Bahn. Oh, hier.
eine Sprühdose. Team Blau. Lockparfüm. Können wir mal testen, Lockparfüm, um vielleicht irgendein ein anderes Pokémon zu bekommen. Hallo, wer bist du denn? Schon viele Leute haben in der Unterführung Dinge verloren. Das liegt wohl daran, dass es dort so dunkel ist. Das ist nicht so dunkel, aber okay. So, Route 6. Da gehen wir gleich hin zu denen. Holen wir uns erstmal das Bällchen hier oben. Ich finde einen super Trank. Super finde ich das, was ich den finde. Packen wir die Medizintasche, genau. So, jetzt bin ich von der anderen Seite gekommen. Schickt er mich denn, wenn ich jetzt da reingehe, was passiert denn irgendwas? Na, holst du deine Pokémon auch manchmal aus dem Pokéball und gehst mit ihnen spazieren? Wenn sie plötzlich ganz aufgeregt irgendwo stehen bleiben, ist das ein Zeichen dafür, dass sie ein Item gefunden haben. Wenn ich meine Arbeit doch nur mehr, okay, halt, ne? Hier darf immer niemand durch. Na gut. Wie geil ist das denn? So. Gucken wir mal draußen nach. Man kann hier hoch, warum kann man hier hoch? So, von da sind wir gekommen. Im Gebüsch befindet sich da noch so ein Viech. Oh, das ist ein Mann. Mit dem müssen wir auch noch reden. Boom! Super. Vulpix wurde gefangen. Guck mal, sind wir ein paar aufgestiegen. Immer gut. Pummeluff auch. Was kann Pummeluff noch? Ah, komm weg. Ist zwar gar nicht ganz gut, aber so ist es. Sehr gut, sehr gut. Du findest eine Kapsel Megablock. Warum, was er hier macht. Oho, ich zeige dir jetzt mal, wie ein echter Gentleman kämpft. Oh, ein Engländer. Ich zeige dir mal, wie ein echter Gentleman kämpft. Das wird ja ein Amerikaner, ne? Gentleman Winchester fordert dich heraus. Evoli. Na gut, Evoli gegen Evoli. Nein, was machst du denn? Ganz dummes Ding. Ein ganz dummes Ding, das ich gemacht habe. Verrutscht. Verrutscht, leider. Den würde ich machen. Zack. Fensa, erreicht Level 19. Das gibt's doch nicht. So ein Scheibenkleister. Und haben wir viel Kohle bekommen von dir. Nicht schlecht. Da sind noch zwei Trainer da. Gegen die können wir natürlich auch jetzt kämpfen. Oder gegen Bozan. Ne, wir gehen mal zu den beiden. Entschuldige, aber das hier ist Privatsache. Werden wir gleich sehen, wie privat sowas ist. Hier 2. Hier passt auf jeden Fall der Tackle ganz gut. Oder auch nicht. Oh oh. Nächster Gegner.
Pummeluff! Ich will weiterkämpfen. Ich setze keinen anderen ein. Verbrenne das Ding auch mal. Da ist ja Helium drin. Aufgestiegen. Ich glaube, die verwandeln sich nicht, ne? Evoli und Pikachu, die bleiben, glaube ich, so. Schade eigentlich. Also ein anderer Pikachu kann natürlich hochgehen, aber was mit dir? Ja, auf jeden Fall. Ach so. Eigentlich zu lauschen? Ich lausche doch gar nicht. Emperor Felix. Habe ich da schon eine enge Kiste, ne? Ich habe gar nicht so viel Leben, fällt gerade ein. Nee, wir kämpfen weiter. So. War doch nicht verkehrt. Ich schaffe es irgendwie nie zu gewinnen. Vielleicht weil du einfach noch scheiße bist. Nein, natürlich nicht. Weil du einfach nicht so ein hohes Level hast wie ich. Und das ist der einzige Grund. So. Oh, warte mal. Jetzt fangen wir noch schnell. Ah, das war schlecht. Aber das reicht vielleicht auch. Mal gucken. Ups. Das reicht. Das reicht. So, klasse. Vulpix wurde gefangen. Wir müssen einmal kurz gucken. Denn wir müssen vielleicht einmal kurz meinen guten Timmy helfen. Er kriegt einfach einen super Trank. So, ist auf jeden Fall aufgefüllt und ja, gehen wir zum nächsten. Hier nehmen wir den Village People hier. Sieht auf jeden Fall aus wie einer von den Village People. Huch, dich habe ich hier noch nie gesehen. Ist dein Team stark? Wirst du gleich feststellen. Weiß es nicht, ob es für dich reicht, aber wir gucken mal. Matrose Bastian fordert dich heraus. Hey Basti! Tentaka ein. Okay. Superschall. Nein. Wohl verwehrt. Krieg ich wahrscheinlich jetzt nicht hin, ne? Aber oh, für ihn reicht's. So. Kleinstein, sehr gut. Finale zu erlernen. Oh, ich muss das Finale mal angucken. Ich weiß gar nicht, was es ist für eine Zacke. Anderen versucht, Anwender verursacht eine Explosion, mit der er rund um Riesenschaden richtet und selbst kampfunfähig wird. Das ist ja richtig beschissen. Die Attacke nicht lernen. So, Bastian, du wirst besiegt. Du hast 3 Pokebälle. Also anime-mäßig sieht es natürlich ganz witzig aus alles, ne? Wie so ein Comic. Ja, nehmen wir auch mit. Oh. Was ist denn da los? Oh, nehmen wir noch ab. Alter! Das gibt's nicht! Warte mal. So.
Scheiße, so viele Bälle verballert, ne? Naja, wir verdienen einigermaßen Geld. Können wir ein paar mehr kaufen. Klasse, Tauboga wurde gefangen. Yes. Du hast Tauboga in deiner Pokémon-Box gelagert. Hab ich. Ein Paraheiler. Kann man immer gebrauchen? Nehmen wir mit. Danken nehme ich das an. Komm, die nehmen wir ein paar Viecher mit. Ein bisschen Erfahrung sammeln und noch aufsteigen. Fabula! Blutbonbon haben wir noch bekommen. Anton ist aufgestiegen. Kommt die auch noch mit? Dann gehen wir runter zu den beiden Trainern. Oh, das wird schlecht, ne? Juhu. Ah, es müsste gereicht haben, ne? Pummeluff! Sehr gut. Jo. Und runter. So, jetzt müssen wir gucken. Wollen wir vorbeirennen? Nee, wahrscheinlich nicht. Was ist? Willst du was von mir? Ich hab den nicht mal angesprochen, ne? Ich wollte nur vorbeigehen und die bequatschen mich gleich, ne? Das ist schon krass. Camper Raphael fordert dich heraus. Setz nur Fenster ein. Okay, also Pflanzen mögen kein Feuer, das wissen wir alle. Wie erbärmlich, ich hätte dich ignorieren sollen. Aber danke, dass du mir Superbälle gibst. Kann ich gebrauchen. Ich verdaddle nämlich gerade. Ich verdaddle nämlich ein paar gerade die ganze Zeit. Komm, du willst auch mit mir reden, oder? Ja. Na gut, ich erfülle dir deinen Wunsch, wenn du gegen mich kämpfen willst. Will nicht? Ich muss. Das ist leider so. So, Leonie, dann komm mal her. Glumanda, oh, Glumanda. Feuer-Pokémon. Kann mir eine Latsche helfen vielleicht. So, sehr effektiv eigentlich, oder? Eieiei. Ja. Und den Tackeln werde ich zum letzten Mal, dann bist du weg. Und so komme ich immer gegen das Mikro. Dicht dran, jetzt kann ich da voll gegen. Die sind ein bisschen blöd, ne? Irgendwie läuft bei mir alles schief. Oh. Hauptsache, du gibst mir Superbälle und Geld. Alles andere ist mir egal. Geil. So. Orania, endlich sind wir da. So, was sagt sie denn? Ich habe vor kurzem einen Shiki gefangen, aber dieses Pokémon stellt nur Unfug an. Ich würde es gerne den talentierten Trainer anvertrauen. Ja, ich habe, glaube ich, noch nicht genug Pokémons. 60 brauche ich, okay. Was ist Opa denn zu mir hier? Hast du gesehen? Die MS Anne liegt gerade im Hafen. Sehr gut. Wir müssen einmal kurz unsere Pokémons heilen. Und wir können ja auch den Trainer hier kennenlernen, den Arena-Trainer. Aber den werden wir, glaube ich, nicht heute machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Orania City haben wir erreicht. Und ja, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.